was 15 years ago. I can barely remember it because it seems like one big rock show. However, there's a young lady here, Natasha. Let's have a big hand for her. She would like to address the audience with a very important matter. Natasha? Ja, einen wunderschönen guten Abend euch allen erstmal. Die Treibsender kennen mich und meine Mutter. Wir arbeiten hier öfter mal oben an der Astrobar. Und keine Sorge, wir sind jetzt auch nicht hier, um euch irgendwie religiös, politisch zu bekehren oder sonst was. Den Staubsauger habe ich auch nicht irgendwo versteckt, also keine Sorge. Um das eigentlich gut zu erklären, was ich euch näher bringen möchte, möchte ich euch erstmal ein Foto zeigen. Auf diesem Foto, auf der von euch aus linken Seite, sehen wir Axel, unser Familienoberhaupt. Den kennt ihr vielleicht, das ist unser Tontechniker hier. Er haut uns öfter mal die Bässe um die Ohren. Und der ist zurzeit im Irak und ist da in einem mobilen Krankenhaus tätig und behandelt da viele Kriegsopfer, hauptsächlich Zivilisten. Eigentlich nur Zivilisten, ja. Wir alle wissen ja auch, um welchen Konflikt es da geht oder um welchen Krieg es da geht. Das aus Erfahrungen auch hier aus unserem eigenen Land. Und deswegen möchte ich euch eine Organisation nahelegen. Und zwar geht es um die Organisation, die sich CADUS nennt. Eine relativ kleine Organisation, also ich habe gelesen, dass da nur ca. 10 Personen zurzeit tätig sind, die 2014 in Berlin gegründet wurde. Die haben zwei hauptsächliche Projekte. Einmal ist das die Seenotrettung, dann ist es vor allem das mobile Krankenhaus, was ich eben schon angesprochen habe, wo mein Vater arbeitet. Und was ich dazu sagen muss, ist, dass auch diese Organisation weder politisch noch religiös irgendwie beeinflusst wird, dass dort alle nur ehrenamtlich arbeiten und sie sich vor allem dadurch auch von anderen Organisationen abgrenzen, dass sie wirklich jeden Euro, den man spendet, in auch die tatsächlichen Tätigkeiten fließen lassen. Also man hört das ja auch von anderen Organisationen, dass sie viel Geld in Werbung und Spendensammlungen investiert, in die Verwaltung, dass man einfach sich nicht sicher ist, dass auch wirklich der Euro, den man spendet, dort ankommt. Hier ist es wirklich so, dass jeder Euro auch da ankommt, wo es gebraucht wird. Davon grenzt sich CADUS ab. Die haben zum Beispiel auch versucht, sich selbst zu finanzieren. Sie haben einen Online-Versand gegründet für faire Sportkleidung. Leider sind sie dadurch gescheitert, dass es eben mit der Doppelbelastung zu viel wurde und sind deswegen immer noch auf Spenden angewiesen. Und vor allem möchte ich dazu sagen, dass CADUS sich darauf auch wirklich spezialisiert, dass sie sagt, wir möchten Ursachenbekämpfung betreiben und nicht nur die Symptome bekämpfen. Deswegen errichten sie eben diese mobilen Krankenhäuser direkt vor Ort. Sie sind trotzdem noch in der Seenotrettung tätig, aber sie möchten vor Ort da sein und da auch wirklich helfen. Ja, also was ich eigentlich sagen möchte, ihr könnt ist okay. Also ihr könnt aktiv heute spenden. Wir haben überall die Dosen aufgestellt, dass ihr für CADUS spenden könnt. Aber auch die Internetseite www.cadus.org
Da findet ihr viele Informationen zu der Organisation und könnt da direkt auch spenden. Und dann gebe ich mal an meine Mutter weiter. Moin. Also ich wollte nur mal ganz kurz was zu dem mobilen Hospital sagen. Es ist so, dass das direkt vor Mosul stationiert ist. Es gibt 5 First Stabilization Points. Davon wird 1 von Carus betrieben. Es geht wirklich darum, die Erstversorgung der zivilen Bevölkerung, vor allem Kinder, die bewusst vom IS angeschossen werden, so weit zu stabilisieren, um in die nächstliegenden Krankenhäuser gebracht zu werden. Dieses mobile Hospital ist leider im Betrieb sehr teuer, kostet 25.000 Euro im Monat. Und daher möchte ich euch einfach bitten, wenn ihr irgendwie einen Euro locker machen könnt, macht es, weil das ist wirklich 1:1 akute Hilfe, um Menschenleben zu retten. Vielen Dank. The real Mackenzies will be up in 5 Minuten. Yeah.